der Meister kann mich erwecken. Ihr seid der Meister. Hier, dies habe ich für euch aufbewahrt, wie ihr gesagt habt, Meister. Soll ich nun mit euch kommen? Soll ich euch wieder dienen? Ja, da hast du gerne zwei schlagende Hände. Können wir gebrauchen. Folgt mir. Befehlt, Meister. Ich bin euer Diener. So, kriegt er seine eigene Kategorie. Auf mein Kommando. Mir nach. Und darf dann mit draufhauen. Folgt mir. So, jetzt versuchen wir wieder ein paar von den Gegnern zu pullen. Und wie man sieht, da ist ein großer Trupp, der auf uns drauf will. Und wenn sie mal treffen mit dem Zauber, machen sie auch gleich 40 Schaden. Was nicht allzu wenig ist. Ja. Mein Homunculus kommt nach hinten, denn ich kann andere schlechter heilen als mich selbst. Dieses Beschützen gibt halt nicht viele Lebenspunkte dazu. Und vor allem regeneriere ich mich selbst auch besser. So, wieder drei. Das wären ein bisschen viele. Ziel ist maximal drei Das ist ein Hinterhalt. Anzuziehen. So. Jetzt könnte eigentlich meinen. Genau, jetzt hilft bereit. Er mit. Und los! Für den Orden müssen halten! Vorwärts! Da sind noch fünf Stück. Und um der Ecke warten auch noch ein paar, die vielleicht auch mitgepult werden. Die Linien müssen halten. Deswegen ist so ein Verteidigungsring aus Schützen oder Magiern nicht gefährlich. Denn fangen sie erstmal an zu schießen. Standhalten, Männer! Ob mit Pfeilbogen oder Zau... Hier! Für den Orden! Pfeilbogen oder Zaubersprüche. Vorsicht, wenn sie Gegner. Einmal schießen, dann haben sie auch die Chance zu treffen. Was bei Zaubern ja vielleicht noch Sinn macht, aber warum Pfeile dann theoretisch über die Map springen können. Naja. Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonis. So, die drei erlauben wir uns. Das sollte passen, solange die unten nicht ankommen. Das ist ein Hinterhalt. Man sieht, jetzt treffen sie recht häufig und dann können die schon das böse ist ein werden. Hinterhalt. Im Test habe ich es geschafft, dass mir der gesamte Trupp aus der Map kam und da unten. Ich kam dann aus der anderen Richtung. Und da hat natürlich mein Avatar ins Gras gebissen. Bereit. So. Jetzt regenerieren wir uns ein bisschen und das machen wir am besten an einem warmen Feuerchen. Und hier sammeln sich immer mehr Untote. Bereit. Aber nichts Großartiges. Ein paar Gruftterror, Todesboten kommen, glaube ich, später noch hinzu. Aber bevor man dem entgegentritt, sollte man halt ein paar Einheiten haben. Denn Heldenmonument gibt's auf dieser Karte erst sehr spät. Nicht gar nicht, aber sehr spät. Aber dann braucht man's auch. Wir werden angegriffen! Denn Korscha, die Feigesau, versteckt sich nochmal in einer separaten Festung. Auf mein Zeichen. Und los! Für den Orden! Anscheinend hat auch unser Homunculus Mana-Reserve. Zur Ehre Aonis! Dieser Mana-Brand kann schon sehr nervig werden. Und wenn man sich dann halt doch nicht mehr heilen kann. Zur Ehre Aonis! Sofort! Und los! Mir nach! So, hier ist auch nochmal ein bisschen Mondstein. Die größten Reserven sind aber unten. Zur Ehre Aonis. Links neben unserer Basis. Und hier werden wir in der Mitte irgendwo eine Mine reinpacken. Denn so richtig davor kriegt man sie auch gar nicht gesetzt.
Das Dumme an den Zwergen ist ja, dass er keine Bäume abbauen können. Dieses Monument wird auch noch später eingenommen, können wir schneller die Einheiten rausproduzieren. Mir nach. Ja, und da die Zwerge die Bäume nicht abbauen können, hat man keinen Weg, die zu fällen. Zumindest keiner, der mir jetzt offensichtlich wäre. So, hier bin ich ein bisschen mutig und laufe direkt in die ganzen Zombies rein. In die Schlacht. Die Linien müssen anscheinend die letzten Tage zu viel Walking Dead gesehen. Oh, die vergiften meine Monculus. Bisschen heilen und raus mit ihr. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Er ist eine Hilfe, aber so viel hält er jetzt auch nicht aus. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer. Bereit. Runenkrieger, zu mir. Und das hier ist eine sehr schöne Kiste. Denn hier drin haben wir den Kriegspriester und Sanctiarium. Sanctuarium, so rum. Das braucht ein mittleres Haupthaus. Also kommt's hier rein. Und endlich können wir uns heilen. Zum Einsatz habe ich gemerkt, ja, die Priester heilen. Und wo die Viecher jetzt herkommen, habe ich keine Ahnung. Die hätten da jetzt eigentlich nichts zu suchen, dass sich da wieder ein Trupp aufbaut. Ich hätte jetzt auch auf der Minimap ein bisschen nachschauen können, aus welcher Ecke sie denn jetzt gerannt kommen. Aber was die da jetzt machen? Puh. Auf den Trupp gehen wir jetzt halt nochmal und danach bleibt auch weg. Es ist jetzt nicht, dass sich hier ein Spawnpoint öffnet und wahllos Gegner wieder rankommen, wie hier auf der Map. Das war Wildlandpass. Auf der schauen wir später auch noch wieder kurz vorbei. Denn da wollten wir uns ja noch mit einem sehr ehrenwerten Kaufmann treffen. Standhalten, Männer! So, Unterstützung hat noch geklappt. Wir müssen unseren Padawan mal wieder auf die Höhe kriegen. Ich fände es cool, wenn es in Spellforce persistente Leichen geben würde. Alleine an den Verteidigungspunkten zwischen den Türen. Das wäre doch ein schöner Anblick. Folgt mir. Sofort. So, da unten ist eigentlich nichts drin. Schnell. Hier wieder zurück. Und los. Einmal im Kreis gelaufen. Mir nach. Und das hier ist so ein kleines, ja, ein bisschen labyrinthartig, also schon. Aber wirklich sofort. Noch ein bisschen. Für die Freiheit. Und da werden wir dann später möglichst fix durchmarschieren. Also nicht lange warten, dass der Nachschub wieder dasteht. Zu mir. So, weiter vorkämpfen, weiter vorkämpfen. Hier. Genug Einheiten hat man eigentlich. Schnell. Wir warten hier nämlich auch darauf, mir nach. Dass das komplette Einheitenlimit ausgenutzt wird. Was bei 50 ist mit dem mittleren Haupthaus. Das große steht uns jetzt ja leider noch nicht zur Verfügung. Sofort. Und los. So, jetzt trauen wir uns hier mal ein bisschen durch die Mitte. Dina bleibt zurück. Und wir kümmern uns um das Schlumpfdorf. Yeah, ich bin Gargamel und will eure Schlumpfbären klauen. Kommt zu mir. Hahaha. Azrael, auf sie. Nein, eine Katze will nicht. Doch, jetzt.
So, hier sind auch noch ein paar Gedankenbrenner dazwischen. Wenn man sich sicher sein kann, dass die Geistbrenner nicht mitkommen, kann man auch fast direkt reinrennen. Zumindest wenn man einen Nahkampfhelden hat, so wie ich, da soll es kein großes Problem sein. Aber wir sind hier etwas vorsichtiger. Übermut ist mir im Test vorher schlecht bekommen. Standhalten, Männer! Was heißt vorher? Die Tests mache ich der Maps. Ah, da kommen gleich schon wieder Freiwillige. Mache ich nicht immer direkt vor der Aufnahme. Da können auch schon ein paar Tage zwischen sein. Und dann wird halt der Notizblock abgearbeitet. Und unser Homunculus kann, wie es aussieht, auch vergiften. Oder Pestilenz, was immer drauf wirkt. So, Nachtfang. Sehr gutes Schwert, aber davon haben wir, glaube ich, unserem zweihändigen Helden schon eingegeben. Der trägt doch gerade unser altes Schwert. Ja. So, wo gehen wir jetzt eigentlich weiter? Genau, den Gedankendieb holen wir uns. Und in einen Schlumpf. Nö, ein zweiter kommt noch dazu. Wir schlagen wohl auf seinen Bruder ein. Und ein einfacher Zweihänder. Auch wenn es der Name nicht hergibt, das Ding ist ein schönes Schwert. Nicht besser als das, was wir haben. Aber besser tatsächlich als Nachtfang. So, da in der Ecke möchte ich nicht reinrennen, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier unten lang. Folgt mir! Vorwärts! Bereit! So, da eine Geistbrenner. Sollte noch kein Thema sein. Dann gehen wir erstmal in Richtung dieser mittleren Basis. Mir nach. So, mal sehen, ob wir den Schützen einzeln kriegen. Ja, denn er kann feuern. Und er hätte treffen können. Die Linien müssen halten. Den Schädelspalter hätte ich ja gerne einzeln. Aber ich glaube, das wird nichts. Nee, da kommen es doch alle. Die Linien müssen halten. Ja. Naja, was soll's. Das ist ein Hinterhalt. Auf mein Zeichen. Der Säck rein und auf ihn. Vorsicht, zum Glück castet der Feldherr gerade. Ne, erst nachdem er getroffen ist. Kriegt dann aber auch gleich 30 Leben, was mir fehlt. Das ist halt schon böse. Und er trifft hier halt leider ein paar Mal. Vorsicht, Gegner! Deswegen liebäugle ich ja schon fast mit meinen zusätzlichen Punkten, mit denen ich bisher nicht weiß, was ich machen soll. Vielleicht auf Todesmagie statt Weise Magie zu gehen. Dann lässt sich vielleicht auch ein bisschen Unterstützung noch herbeirufen. Einfach das Kanonenfutter. Ja, folgt mir. So, Obsidian. Auch er hat wieder eine Iridian-Brustplatte. Wo sich jetzt auch unser anderer Krieger drüber freuen kann. Auf mein Zeichen. Sofort! Windstahlhammer, der ist gar nicht mal schlecht.
Und keine... Ach nee, Klingenwaffen, genau, das ist eine Windstarks, aber einhändig. Der Helm ist gar nicht mies, da schauen wir doch mal. Ja, das kann unser Krieger tragen, aber sicherlich nicht besser als die Bannenmaske mit ihren ganzen Resistenzen. Scheiß da auf den Rüstungswert. So, die Waffen, ja, Chaos-Axt. Aber den Dolch soll er behalten. Den Pestilenz-Effekt. Der ist mir wert. So, einmal wieder Leichenschändung. Und der nächste. Vorsicht, Gegner! Auf mein Zeichen! Schnell! Kämpft, Männer! Der sollte noch mal ein bisschen hinten bleiben und könnte noch mal geheilt werden. Naja. So, kommt her. Ich schmink mich blau und pack mir eine blonde Perücke an. Und da sieht man, da laufen sie doch alle hinter mir her. Wenn das Papa Schlumpf sieht. Na. Haben so leicht was Amphibisches, finde ich. Mit ihren... ja, Knochen, die man an der Brust sieht. Diesen eckigen Ohren. Auf meinen Befehl. Ich habe ähnliche Kreaturen schon... zum Angriff! ...als amphibische Wesen in anderen Spielen gesehen. In die Schlacht! So, den leichten Kampf durch. Und los! Und jetzt trauen wir uns mal auf die drei. Nein, es sind doch vier. Für den Orden! Oh ja, die kriegen, glaube ich, auch noch einiges an Schaden hin. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit! Mir nach! Okay, zumindest nicht an uns. Für den Orden! Gezielt Einheiten anzuklicken in Spellforce ist nicht so einfach. Das liegt nicht daran, dass ich eine hohe Empfindlichkeit in meiner Maus eingestellt habe. Und los! Aber der Auswahlkreis ist halt sehr gering. Man muss häufiger dann doch eher unter die Einheit klicken. Auf dem Kopf verfehlt man sie dann doch. So. So, Nachhut. Kommt her. Das hat schon fast was von... Runenkrieger, zu mir! MMO mit den einzelnen Gegnern sich ranholen. Wobei ich das in Guild Wars 2 nicht so häufig mache. Wobei es in Guild Wars 2 auch mehr einzelne Einheiten sind. Einheiten. Nennen wir sie mal NPCs. Runenkrieger, zu mir! Und nicht so häufig große Truppen. Für die Freiheit. Guild Wars 1 war es noch ein bisschen anders. Für den Orden! Hier! Für die Freiheit! Grabschleicher.